Liebe Zuschauer, wir bei Pearl TV sind ja schon manchmal ein bisschen verrückt. Warum? Ja, wir haben einfach Geräte und Funktionen, die haben sie sonst nirgendwo gesehen. Und das ist so lustig, dass wir wirklich Anrufe haben und sagen, hey, wie kommt ihr auf so eine verrückten Ideen? Und diese verrückten Ideen haben sogar noch einen Sinn. Weil meistens ja so vieles ist nur Spinnerei und Spielerei. Aber bei uns haben die verrückten Sachen auch noch Sinn. Stimmt's, Jana? Ja, liebe Anne-Kathrin, du hast vollkommen recht. Und diesen Gag, den wir haben, da finde ich zum Beispiel ganz originell unser Milchkännchen. Ja. Und Sie werden es nicht glauben, das ist nicht irgendein Milchkännchen, sondern Sie werden mit diesem Milchkännchen Ihrem Kaffeeklatsch so das gewisse Etwas geben. Nämlich ist das aus doppelwändigem Glas und das Besondere, es hält auch noch enorm kühl. Genau, die meisten denken ja, Milch kommt aus dem Tetrapack. Ist aber gar nicht so. Milch kommt aus dem Euter einer Kuh. Und dieses Euter von der Kuh können Sie jetzt auch zukünftig auf Ihrer Kaffeetafel stehen haben. Ja, genau. Das ist der absolute Hammer. Ja, da können wir zum Beispiel soll ich mal zeigen, was du meinst? Genau, ich finde, wir sollten mal die Milch, die ja nicht aus einer... Genau. Nicht aus dem Tetrapack. Ja, nicht aus einer lilafarbenen, weiß gefleckten Kuh kommt, sondern aus einer schwarz-weißen Kuh. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Genau, bitte. Man nehme ein wenig Milch aus der Kuh oder aus dem Tetrapack und gieße es in den Euter ein. Normalerweise kommt ja die Milch aus dem Euter. Bei uns wird die Milch in den Euter eingefüllt. Passen Sie jetzt genau auf, was passiert. Und sehen Sie das? Da sind wirklich die Euter. Ist das nicht der absolute Kaffeeklatsch-Hit? Da werden Ihre anderen Mamis, die am Tisch sitzen, werden richtig begeistert sein. Das ist einfach ein absoluter Eyecatcher, finde ich. Ja, also bei einem Kaffeekränzchen ganz witzig. Oder auch wenn sie eine Gastronomie haben, warum soll man das nicht mal bringen? Ich meine, oder zu Fasching, ne? Da ja. Ist man ja sowieso immer, da ist man losgelassen und locker und lustig. Und ja, wir haben übrigens auch richtig viel E-Mails zu diesem Produkt bekommen. Zwei davon möchte ich Ihnen unbedingt mal vorlesen. Und zwar einmal ein Kundenbeitrag von SO aus Oberndorf am Neckar. Sie schreibt, ein wahrer Hingucker bei allen Kaffeeklatschtreffen. Ich würde mein Milchkännchen nie mehr hergeben, weil wer kann schon sagen, dass er sein Milchkännchen nicht mehr hergeben will, ne? Ja, also, und dann schreibt noch SG aus Nürnberg, das Milchkännchen mit dem gefüllten Kuhäuter war für manchen Überraschungslacher bei meinen Freunden gut. Es ist ausgesprochen witzig. Also ich finde das schon richtig klasse. Und ich habe ja vorhin auch davon gesprochen, dass wir schon immer witzige Produkte haben, aber die haben ja auch einen Sinn. Und dieser Sinn ist es, die Milch frisch und kühl zu halten, ne? Ja, genau. Du hast es doppelwandige angesprochen? Richtig, das ist nämlich doppelt verglast. Also das heißt, innen haben wir jetzt diesen Euter, da ist das Glas drin und drumherum haben wir ja noch die Kanne. Und da haben wir eine Doppelglasisolierung, da passen 150 Milliliter Milch. Aber liebe Zuschauer, Sie können da auch gerne Sahne reinfüllen, Kaffeesahne zum Beispiel, die Sie dann in Ihren Filterkaffee reingießen. Also 150 Milliliter ist ja schon eine ganze Menge und ich finde, das sieht optisch so toll aus, auch hier da kann man es nochmal leer sehen, genau. Genau, da tropft nichts daneben. So sehen wir es nochmal leer, wie es jetzt aussieht, wenn es verglast ist. Und es ist auch spülmaschinenfest. Das heißt, liebe Zuschauer, Sie brauchen es nicht ganz kompliziert reinigen, sondern einfach in die Spülmaschine geben und dann einfach danach, wenn es sauber ist, wieder rausholen und wieder Kaffee trinken. Oder morgens auf dem Frühstückstisch. Meine Mama, die hat ja Kuhgeschirr, also Flecken, weiß-schwarz geflecktes Kuhgeschirr. Und da passt natürlich dieses Milchkännchen sensationell dazu. Super. Aber auch zu allem anderen, weil stellen Sie sich vor, Sie sagen am Kaffeetisch, ja, reich mir mal die Euter rüber. Das ist doch so. Reich mir mal das Kuhäuter rüber. Ist das genial. Ich stelle mir das so richtig vor. Ich finde das toll. Ich hoffe jetzt, deine Mama schaut nicht zu, weil dann hättest du ja schon ein nächstes Geburtstagsgeschenk ja, für sie, genau, oder? Das stimmt. Oder einfach zum nächsten Anlass. Ja. Der Mama ja. Kann man ja immer mal eine Freude machen. Mamas sind sowieso die Besten, das stimmt doch. So, wenn Sie jetzt aber sagen, ich trinke weder Milch noch Kaffee, auch das ist natürlich gar kein Problem, denn wir rücken ein klitzekleines Stück weiter. Richtig. Und was hast du uns jetzt noch mitgebracht? Ich habe uns jetzt noch ein Bierglas mitgebracht und das ist, wie man sehen kann, ich zeige Ihnen das mal, das ist jetzt das Bierglas, aber diese Bierflasche ist auf dem Kopf gestellt, weil wenn Sie jetzt hier durch das Bierglas schauen, weil du trinkst ja, glaube ich, ganz gerne. Ich trinke ja mal einen Hefeweizen, ja, also ich trinke sonst weder Wein noch Sekt, aber Hefeweizen ist mein absoluter Favorite, ich liebe Hefeweizen. Das glaube ich und da können wir dir auch gerne gleich mal bei dem nächsten zeigen, was man alles in so ein Bierglas reinfüllen kann, weil du hast ja gesagt, du trinkst lieber aus der Flasche. Ja, also das wäre jetzt nicht so ein Produkt für mich, weil ich mag ja lieber aus der Flasche trinken, aber da hast du bestimmt auch eine Lösung, ne? Da habe ich gleich auch noch eine Lösung, aber liebe Zuschauer, jetzt zeige ich Ihnen das erstmal, wie wir hier quasi einen Softdrink reinfüllen. Ja, Sie müssen da ja nicht nur Bier reinfüllen, man genau, kann es Limonade geht ja alles mögliche. Oder Wasser. Richtig, also das ist jetzt quasi hier ein Softdrink, den füllen wir jetzt mal ein. Ein zuckerhaltiges Getränk, dessen Namen wir nicht nennen möchten. Genau, richtig. Und jetzt sehen Sie, liebe Zuschauer,
ideal, da kommt nämlich eine Bierflasche zum Vorschein. Und das Ganze dann sensationell in einem Bierglas. Los, hau rein, das geht noch. Ja, super. 3,3. Toll. So. Und da kannst du jetzt zum Beispiel auch in das Kleine, kann man dann ja auch Bier oder ähnliches einfüllen. Ne? Ja, selbstverständlich. Da können Sie auch andere Getränke reinfüllen, was Sie gerne möchten. Und ich finde, es sieht so klasse aus. Es ist ein echter Gag. Egal, ob Fasching ist oder was auch immer Sie geplant haben. Für jede Party ist es genau das Richtige. Und das ist auch wieder ein Bierglas mit doppelwendigem Glas oder doppelwandigem Glas. Das heißt, da passen 0,2 Liter oder auch 0,33 Liter rein. Das heißt auch eine Menge. Und jetzt, liebe Anne-Kathrin, kommen wir nämlich zu deinem Lieblingsgetränk. Mein Lieblingsgetränk, die Zuschauer denken, ich bin Säuferin. Nein. Nein, also aber bei dem Anlass gerne mal auch zum Fußballspielchen oder mal so ein gemütlicher Abend zu Hause. Eine Flasche, das reicht ja auch, ne? Aber ja, ich mag diesen Geschmack halt vom genau. Bierchen. Deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders auf das nächste Produkt. Und jetzt, aber ich habe ja schon gesagt, ich mag nicht gerne aus dem Glas trinken. Ja, richtig, meine Liebe. Jetzt haben wir nämlich den Vorteil, jetzt zeige ich Ihnen, dass es nicht nur ein Glas ist, wo Sie das Bier reinfüllen können, sondern wir füllen das jetzt in eine Bierflasche, liebe Anne-Kathrin. Ah. Das heißt, du trinkst also nicht, wie wir das sonst kennen, aus einem Glas. Toll. Das heißt, ich brauche eigentlich gar nicht mehr fragen, hey, willst du dein Bier aus dem Glas oder aus der Flasche trinken? Weil das erübrigt sich ja jetzt hier. Ja, ne? Genau, richtig. Weil du hast quasi zwei in einem. Das ist ja toll, Mensch. Das ist ein absolutes Hammerprodukt. Und jetzt kommt es ja auch noch. Also Bier muss kühl sein. Richtig. Bier muss kalt schmecken, anders schmeckt es nicht. Und deswegen sorgt wieder dieses doppelwandige Glas dafür. Du kannst ruhig noch viel mehr einschenken. Ja, komm, gerne. Wir füllen auch mal das Kleine, damit man sieht hier, okay. Du machst es übrigens richtig. Bier, wenn man das in ein Glas füllt, muss man schräg halten, das macht richtig, absolut genau. Richtig, Jana. So, und jetzt kann man auch mal sehen, wie jetzt die Bierflasche zum Vorschein kommt. Und super. Ich finde, das sieht sensationell aus. Super, oben super. Haben wir den Schaum und unten natürlich das bekannte flüssige Bier. So wie und es sein muss. Du kannst auch gerne noch ein bisschen Schaum hier reinfüllen. Genau, da schüttelt man dann immer ein bisschen. Genau, ne? Damit die Biertrinker wissen das. Ja. So, guck mal, sieht das nicht toll aus? Hast du schon mal in der Gastronomie gearbeitet? Ja, habe ich auch, in einem Café und es hat super viel Spaß gemacht. Besonders die Stammgäste, die einen immer besucht haben und die haben dann, da kannte man schon die Getränke, was sie immer gerne mochten. Und das ist einfach schön, wenn man auch mal in der Gastronomie arbeitet und einfach das wertschätzt, weil die Kisten zu schleppen ist auch nicht leicht, aber es hat einfach, während des Abiturs habe ich das gemacht und auch danach so als Zwischenelement, einfach ein bisschen Kleingeld, Taschengeld mehr zu verdienen. Ich ziehe vor solchen Leuten echt meinen Hut. Also das ist schon einer mit Knochenjob, kann man schon gar nicht mehr dazu sagen eigentlich. Ja. Das ist ja schon Wahnsinn, auch so auf dem Oktoberfest, auf den Wiesen, was die Kellnerinnen da schleppen müssen. Also da braucht man hier echt ordentlich Muskeln, die du aber auch hast. Ja, aber das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, ein Maß ist wie eine Flasche, zwei Flaschen, wie viel ist ein Maß? Nee, ein Maß sind ungefähr eine Kiste Bier. Gut. Zehn, glaube ich. Oder? Siehst du mal, ich trinke, also so viel kommt. Eins. Es kommt gar nicht so weit, dass ich so viel trinke, ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall ziehe ich wirklich immer meinen Hut vor diesen Ladies, weil das ist Hammer und dann dürfen die es ja nicht mal trinken. Die bringen das ja nur zu den Herren hin. Genau, richtig. Übrigens, geliefert wird das im Zweierset jeweils, dieses große Bierglas und das kleine. Sag nochmal eben, wie viel hier drin sind. Also hier haben wir einmal 0,2 oder 0,33 und hier haben wir 0,33, genau. Und das ist 0,2. Also hier haben wir 0,2 und das ist 0,33. Super, und gleich kommen wir zu 0,4. Also das ist unterschiedlich. Also das heißt, ich kann hier mit Kumpels oder mit Freundinnen bequem anstoßen. Genau. Weil alleine trinken macht da keinen Spaß. Ne? Richtig. Und was ich ganz klasse finde, weil wir haben ja auch unsere Make-up-Artist, nämlich die Naila. Und diese liebe Naila kommt ja aus Köln. Und was kann man denn Schönes aus so einem Bierfläschchen oder Gläschen trinken? Das Beautiful. Genau, richtig. Oh, ich liebe es oder auch. Sie können natürlich auch Pilz draus trinken, Altbier, Dunkelbier, alles Mögliche, was das Herz begehrt oder auch Weißbier. Je nachdem, was Ihnen am besten schmeckt. Sieht das nicht schon mal schön aus hier? Und ganz wichtig, liebe Zuschauer, Sie können alles ganz bequem in die Spülmaschine geben, denn es ist alles Spülmaschinen geeignet. Es muss nichts mit den Händen gewaschen werden, abgespült werden. Das ist natürlich super. Schade, ich traue mich gar nicht anzurühren, weil es ist ja alles so schön dekoriert von dir. Aber gut, ich kann mich noch ein bisschen zügeln. Vielleicht darf ich ja nach der Sendung ein bisschen trinken. Ja, natürlich. Es sieht wirklich, das Auge trinkt in diesem Fall mit. Nicht nur das Auge isst mit, es trinkt in diesem Fall mit. Das stimmt. Jetzt hast du noch einen Party-Gag vorbereitet. Ja, genau. Und zwar quietschgrün. Es leuchtet sie schon an. Ich finde, es ist... Also mir macht es Angst. Dir macht es Angst? Also ich finde ja, was Halloween anbelangt, so Totenköpfe oder so, das sehen Sie jetzt, liebe Zuschauer, da lacht
sie nämlich einen Totenkopf an. Und ich finde, das ist super originell, weil gerade Halloween, wo man sich so schön verkleidet, gruselig, wo man eigentlich jemanden erschrecken möchte. Ich denke da an den Europapark, da waren Stimmt, diese Horror Nights. Ne? Ja, genau, ja, mit Mark Trancy. Das war so cool. Da bin ich durchgelaufen und ich habe mir fast in die Hose gemacht, weil ich so Angst hatte. Da war alles dunkel und auf einmal kamen da so blutverschmierte Gestalten auf sie zu. Und das war der absolute Wahnsinn. Ja, also Halloween ist ja mittlerweile auch zu uns rübergeschwappt. Ursprünglich kommt das ja aus Amerika, die ziehen das da ja ganz groß auf. Mir hat das meine Freundin erzählt, die war direkt zu Halloween war die in Amerika und die mit dem Bus wollten die zu einer Veranstaltung fahren und plötzlich meinte der Busfahrer, ja, dass sie ein Problem haben, sie müssen anhalten und dann haben sie es getan, das war mitten im Wald. Und plötzlich haben die da so ein Haus gesehen, da mussten die rein und plötzlich ging in diesem Haus Licht aus und plötzlich hatten die eine kalte Hand auf der Schulter. Und in Amerika ist das so Tradition, da ziehen die wirklich alle mit, da erschrecken die und wir und die Deutschen dachten natürlich, ach du meine Güte, was jetzt, das, der Horrorfilm wird wahr schlechthin. Und das ist schon echt gruselig, aber die Kleinsten verkleiden sich, die Kinder und da werden Kürbisse ausgehöhlt. Und wenn dann sowas noch auf dem Tisch steht, ist es doch perfekt. Und dann muss man ja nicht nur sowas Grünes reinfüllen, wir haben jetzt nämlich Waldmeister drin. Genau, wir können Waldmeister reinfüllen, wir können aber auch irgendeinen roten Sirup hinzugeben. Also eigentlich alles, was eklig aussieht, aber trinkbar ist, ne? Genau, richtig. Und ich finde, das ist so ein toller Partygag. Sie können natürlich auch Cocktails reinfüllen, alkoholische Getränke. Und es hält natürlich super frisch und kalt, weil es ja doppelt verglast ist. Das heißt, auch wenn Sie es anfassen, die Körperwärme geht nicht über ins Glas, sondern Sie haben die ganze Zeit ein kühles Getränk in der Hand. Und ich finde es einfach gigantisch, dass man das so gestaltet hat, dass man einfach hier so einen tollen Totenkopf drin hat. Aber was ich auch so klasse finde, wenn du jetzt was Rotes reinfüllst, zum Beispiel, du kannst ja Rotwein mit ein bisschen Wasser mischen und dann gibt es auch diese geschälten Litschis. Kennst du die? Ja, diese kleinen Früchte. Und wenn du die jetzt hier eintunkst, dann nehmen die plötzlich diese Farbe an und sehen aus wie ekelhaft verschrumpelte Augen. Das stimmt, die Augen, die fehlen. Absolut genial, oder? Oder machst du noch ein paar Würmer rein. Ja, genau, so Weingummi-Würmer. Ja, genau. Ja, lecker, die gehen dann schön auf in dem Getränk. Ja, und die Kinder haben da natürlich eine Menge Spaß, ob es jetzt auf dem Kindergeburtstag ist. Es gibt ja Kindergeburtstage zum Beispiel auch mit Themen. Ja. Und warum soll man da mal nicht das Thema Halloween nehmen, weil ich finde Verkleiden toll und Halloween kann bei mir nicht oft genug sein. Ich verkleide mich auch jedes Jahr zu Halloween. Ja. Ich ziehe zwar nicht mehr um die Häuser und frage Süßes, sonst gibt es Saures, aber ich liebe es, mich zu verkleiden, auch Fasching. Und das kann man ja auch zum Fasching einsetzen, überall einfach nur. Und früher hast du das immer gemacht, bist du immer von Tür zu Tür gezogen und hast gesagt, Süßes oder natürlich, Saures. Ja, natürlich. Cool. Wer hat das nicht gemacht? Ich habe das natürlich auch gemacht und ich fand es immer toll, Leute zu erschrecken. Ich finde das, auch meine Brüder, die erschrecken mich gerne. Ne? Da stehe ich irgendwie mal im Dunkeln und auf einmal kam einer und hat mich erschreckt. Ich schreie dann aber auch wie am Spieß. Ja, wir Frauen sind sowieso sehr schreckhaft. Ja, das stimmt. So auch unsere Make-up-Artistin. Ja, genau, richtig. Aber was ich schön finde, man kann ja auch Tee reinfüllen, wenn man möchte. Es gehen ja auch heiße Getränke rein, die bleiben dann dementsprechend länger heiß. Aber man kann ja auch abgekühlten Tee nehmen, wie Eistee. In Amerika ganz bekannt, schwarzer Tee, der wird aufgekocht. Dann kommen Eiswürfel rein mit frischer Zitrone. Genau, wenn du da noch so einen Schuss Milch reinmachst, dann sieht das nämlich, also es schmeckt wunderbar, aber es sieht einfach ein bisschen ekelhaft aus, weil das dann so flockig wird. Ja, und das passt dann natürlich in diesen Totenkopf. Perfekt. Und wie gesagt, Ihre Kinder werden damit eine Menge Spaß haben, aber ich glaube auch wir Erwachsenen, weil einmal im Jahr kann man sich auch mal so ein bisschen anders benehmen, als man das sonst macht. Und wenn man verkleidet ist, erkennt man ja sowieso keiner, also warum auch nicht dann hier mal so ein Späßchen mitmachen. Genau, und ich finde, das Leben ist sowieso viel zu ernst und da kann man solche Partys auch einfach mal feiern und sie richtig zelebrieren und das mit solchen tollen Gläsern. Man kann das natürlich auch kombinieren, ne? Wenn man jetzt eine Party hat, die Erwachsenen bekommen Bierchen aus diesen Gläsern, die Kinder bekommen dann das und das macht natürlich jede Menge Fun. Also seien Sie kreativ, man kann so viel daraus machen. Das stimmt. Und jetzt, liebe Jana, wir müssen ja auf unsere Figur achten. Deswegen habe ich dir ein Geschenk mitgebracht. Pass mal auf, was gibt's denn? Ich habe für dich einen Salat. Juhu, mein Lieblingsspeise. Ich liebe ja Salat. Und der dann auch noch so schön dekoriert. Der ist schön dekoriert, aber meiner Meinung nach sieht er ein bisschen trocken aus. Fehlt noch ein bisschen Pep. Richtig, und für diesen Pep habe ich auch was da, nämlich eine ganz tolle Karaffe, wo wir einmal Essig haben. Das ist jetzt in dem kleinen. Ich sage mal, in diesem Ei, das ist ein Boiler, wo innen nochmal Essig drin ist. Und dann haben wir außen auch nochmal, das ist quasi getrennt, zwei separate Behälter. Das sieht jetzt schon, also wie geht das? Ach so, das ist eine Lounge. Das heißt, also einmal haben wir außen das Öl, da passen 400 Milliliter rein. Und innen ist nochmal ein Ei, also ein separates Glas, wo das Essig drin ist. Weil normalerweise hat man es ja so, wenn man jetzt Besuch bekommt, man bereitet den Salat vor, Essigöl tut man schon rein, weil man will ja nicht diese großen grünen Flaschen damit auf den Tisch stellen, sieht natürlich alles andere als dekorativ aus. Stimmt. Aber wenn du sowas auf deiner Festtafel stehen hast, toll. Ja, ist
Total komm, klasse. Und jetzt zeige ich Ihnen das mal, wie das aussieht. Da haben wir jetzt erstmal die Ölkammer. Und damit ich jetzt nicht so viel Öl reingebe, kann man das natürlich nochmal abmessen, indem wir das jetzt hier auf diesen großen Salatlöffel geben. Das reicht natürlich super aus. So. Und jetzt, liebe Zuschauer, stecke ich einfach diesen Korken wieder drauf. Und dann kommt hier auf der Seite, weil es ja eine getrennte Kammer ist, das Essig rein. Und Sie können natürlich auch Chiliöl nehmen, Sie können auch Balsamico. Wir haben jetzt hier in dem Fall dunklen Balsamico gewählt. Genau, Sie müssen das jetzt nicht so machen mit diesen zwei Farben wie wir. Man kann das variieren, wie man möchte. Man sagt ja, in dieses kleine füllt man Essig ein, das große Öl. Weil man braucht ja immer ein bisschen weniger Essig als Öl. Genau, korrekt. Das kleine sind 100 Milliliter, oder? Nein, also das kleine sind 100 Milliliter und das große sind 400 Milliliter. Da passt ordentlich was rein. Und wie du schon richtig sagst, weil ganz wichtig, ich habe früher immer angenommen, Mensch, Öl ist ja eine fetthaltige Substanz, macht dann auch dementsprechend dick. Aber so ist es nicht, liebe Zuschauer. Sie brauchen letztendlich Öl, um die Zellulose, also das Salatblatt, wirklich zu spalten und um es auch aufzunehmen. Und das ist ganz wichtig. Ah, deswegen, ich habe mich immer gefragt, weil ganz viele, wenn die sich immer so Möhrensalat gemacht haben, die haben da immer richtig viel Öl reingemacht. Da dachte ich immer, warum? Du kannst die Möhre doch auch so knapp und schmeckt doch genauso gut. Ja. Schmeckt zwar, aber bringt nichts, weil der Körper kann es, die Enzyme können nicht gespalten werden, sprich die Karotte kann der Körper nicht aufnehmen. Und das wäre natürlich schade, weil die ganzen Vitamine stecken ja im Gemüse drin. Jetzt zeigen wir Ihnen das mal. Hier haben wir Essigöl reingemacht und das schmeckt dann auch dementsprechend super, weil es gibt ja nichts Besseres, als wenn Salat ein ganz tolles Dressing hat. Und in dem Fall Essigöl. Ja, also Salat ist ja an sich sehr, oder zum Beispiel der Eisbergsalat, ist ja an sich sehr geschmacksneutral. Richtig. Ich will nicht sagen geschmackslos, aber sehr geschmacksneutral. Und da ist es natürlich wichtig, dass man ein gutes Essig und ein gutes Öl verwendet. Ja. Weil alleine Salz und Pfeffer reicht mir nicht. Wir Deutschen mögen es ja sowieso ein bisschen mehr soßenhaft. Also das hat man, glaube ich, eine Studie belegt, dass die Deutschen diejenigen sind, die meisten Soßennachschlag wollen, also und dann die anderen Länder, die mögen es lieber ein bisschen trockener, aber wir mögen es halt so lecker und genau, dass der Salat wirklich trieft quasi im Dressing, aber was ganz wichtig ist, Essigöl ist natürlich für die Figur am allerbesten, muss man einfach mal an dieser Stelle erwähnen und ich finde, das sieht aus wie ein Überraschungsei mit Armen. Oder was ich auch so gern mag, leckeres Baguette, dann mache ich mir ein bisschen Essig und Öl in so ein kleines Schälchen, Salz und Pfeffer dazu und dann so tunken oder tütschen, wie man sagt, das ist so lecker. Als Vorspeise, als Aperitif sozusagen. Ich mag das auch mal total gerne. Und meistens in der Gaststätte ist man sich dann so satt von diesem Baguette, dass man keinen Appetit mehr hat auf die Hauptspeise. Ja, da geht dir das auch so, bei mir auch, weil ich dann immer diesen kleinen Teller nutze und dann kommt Essigöl drauf. Aber das leckere Baguette, das ist meistens dann noch frisch und warm am Dampfen und da passt natürlich Essigöl mal gut. Und ich finde auch für jede Gastronomie ist das ein absolutes Must-Have, weil das sieht ja optisch schon ansprechend aus. Ich finde, oft sind die ja so verschmiert. Ja, ne? und hier ist es ganz anders. Es ist super hygienisch, da sind die Korken drauf hier an den Seiten. Da kann auch nicht irgendwie was von außen reinkommen, weil ich habe ja in der Gastronomie gearbeitet, habe ich dir erzählt, und da hatten wir immer morgens Essig und dann sind die ganzen kleinen Fruchtfliegen da reingeflogen und dann hatten wir auf einmal im Essig die ganzen kleinen Fruchtfliegen, die haben da drin geschwommen, natürlich waren die tot, ne? Aber letztendlich wäre das natürlich mit so einem Korken viel besser gewesen, deswegen ist das wirklich ideal für zu Hause und auch für die Gastronomie. Also liebe Zuschauer, jetzt wissen Sie, was ich mit witzigen Ideen und vor allen Dingen innovativ meinte, genau das, was wir hier bei uns auf dem Tisch stehen haben, sei dieses lustige Kännchen mit dem Euter, wo man jeden Morgen seine Milch frisch genießen kann. Ja. Oder diese kleinen Gläschen, die doppelwendigen Gläser, die aussehen wie eine umgekehrte Bierflasche oder beziehungsweise Limonadenflasche. Da können Sie einfüllen, was Sie möchten. Oder natürlich auch die große Variante für die richtigen Biergenießer und Bierkenner. Genau, für die Durstigen. Oder dann natürlich auch für die Kleinsten, die Variante alkoholfrei, indem Sie so einen schicken Totenkopf hinnehmen für Halloween, für eine Party, was auch immer. Oder natürlich für die Salatgenießer, die Essig- und Öl-Variante. Also Sie sehen, wir haben, ich frage mich immer, welcher kluge Kopf sich das so ausdenkt, weil auf so eine Idee muss man erstmal kommen, ein doppelwandiges Glas zu machen. Ja. Weil zum Beispiel hier rein kann man ja auch Tee machen. Wenn man heißen Tee hier reinfüllt, ist das Problem, man hat keinen Henkel, man hebt es an und die Hände werden heiß. Aber hier ist das Problem nicht, denn drinnen bleibt der heiße Tee und außen kann man sich nicht verbrühen, denn da ist ja nochmal durch dieses Glas geschützt. Also durch das doppelwandige Glas. Und wir trinken ja so gerne Latte Macchiato. Das machen wir meistens in der Pause. Genau. Und ich finde, wenn man jetzt hier einen tollen Latte Macchiato mit den drei Schichten reinfüllt und dann vielleicht sogar danach mit einem Löffel umrührt, dann nimmt es ja die Farbe an, wie
zum Beispiel der Schädel ja wirklich die Farbe ein bisschen beige-Ton, wie die Knochen auch wirklich sind. Und dann finde ich das echt toll. Das ist ein toller Party-Gag. Also es hält dann ja in dem Fall sehr heiß. Man kann es aber auch kalt genießen. Ja, in diesem Sinne, also Sie sehen, für so einen kleinen Preis muss man eigentlich nicht mehr überlegen, was nehme ich jetzt am besten gleich alles. Ja. Vom Genießer bis hin zum Party-Gag oder was ganz Lustiges, Ausgefallenes, Kaffeeklatsch, Kaffeegränzchen, wie meine Oma sagen würde. Ja. Zögern Sie nicht lange, denn das ist wirklich sein Geld wert. Ja, da bleibt mir nur übrig zu sagen, bis gleich. Dann stoßen wir an. Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl TV-Preis. Einfach unter 0180 51 51 3 mal die 2. Oder auf www.pearl.tv. Und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.